Willkommen im nächsten Video. In diesem Video werden wir die Haustüre einmal erzeugen plus das Garagentor und wir werden noch bei den Innentüren gerade noch ein, zwei kleine Modifikationen vornehmen. Gut. Wir hatten jetzt im letzten Video die Innentüren soweit gezeichnet und was wir noch machen ist hier der Unterschied zu der Türöffnung, wo kein Smartpad hinterlegt ist. Da können Sie einfach aufs Aufschlagssymbol klicken, das rausschmeißen. Und denn in diese Tür will ich ebenfalls ein Smartpad absetzen. Ja? Wenn ich nur das Smartpad möchte, klicke ich nicht auf die Türöffnung, damit beides dranhängt, Türöffnung und Smartpad, sondern ich klicke nur auf das Smartpad. Doppelklick rechts. Dann wird nämlich das Smartpad genauso wie es ist übernommen. Und ich fahre an die Öffnung und Sie sehen, es gibt ein Clipping und ich kann entscheiden, in welche Richtung ich denn meine Tür absetzen will. Wir sagen an der Stelle, die Tür zeigt quasi nach in den Innenraum rein, blauer Pfeil oder gespiegelte Darstellung. Hier können wir ruhig die gespiegelte Darstellung nehmen, weil wenn Türblätter sollten in der Regel, sage ich jetzt mal auch, immer auf die kürzere Raumseite zeigen. Ja? Macht am ehesten Sinn. Sie sehen selber jetzt, wenn dieser Raum jetzt so groß ist, auf die kurze Raumseite. Also Klick, Escape zum Beenden und das Türblatt sitzt an der richtigen Stelle, also das Smartpad. Jetzt gibt es ein, zwei schöne Einstellungen, die ich noch am Smartpad zeigen will. Und zwar, die eine wäre jetzt, was haben Sie, und das haben Sie oft, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben vielleicht 20, 30, 40 Türen in einem großen Mehrfamilienhaus, ja, dann wollen Sie ja die Türen vielleicht nicht unbedingt alle verändern, ja, weil wenn ich jetzt hier bei jeder Tür die Einstellung ändern müsste, ja, das wäre sehr, bei vier Türen geht es noch, aber wenn ich da 40, 50 Türen habe oder mehr, wäre das sehr mühsam. Und diese Smartpads haben eigentlich eine recht coole Intelligenz, das bedeutet, wenn ich die gleiche Tür, ja, gleich bedeutet gleiche Wandstärke und gleiche DIN, ja, in einer anderen Wand absetze, mach's mal hier einfach und meinetwegen jetzt hier noch eine, also drei Stück, so als Beispiel, das brauchen Sie jetzt gerade nicht mitmachen, das ist nur zum Demonstrieren. Und jetzt ändere ich eine Tür ab, also das Smartpad, wichtig ist nicht die Öffnung, sondern ich ändere das Smartpad ab. Ich habe jetzt hier drei identische Türen, weil das sind alles Türen DIN rechts. Das wäre jetzt DIN links. Habe ich noch eine DIN? Das wäre auch eine DIN links. Das wäre noch eine DIN rechts. Ja? Gleiche Wandstärke. Das bedeutet, diese vier Türen müsste er jetzt verändern, wenn ich eine verändern würde. Also Doppelklick links zum Bearbeiten, Element. Und ich sage jetzt zum Beispiel, die Tür ist jetzt eine Zagenrahme. Ein Zagenrahmen. Ja? Schließen. Und was passiert? Jetzt kommt nämlich eine Abfrage automatisch. Das Smartpad erkennt, möchten Sie die anderen Smartpads, die identisch sind, auch verändern? Dann sage ich hier, zeig mir die gleichen. Dann zoomt er ran. Das sind die drei, die werden gehighlightet. Und ich könnte sagen, ja, die bitte ebenfalls verändern. Und dann habe ich mit einem Schlag alle Türen geändert, die quasi identisch sind. Ja, mal einen Schritt zurück. Also einfach die Tür verändern. Das ist eine DIN links, DIN links. Hier haben wir die 76er-Tür, das war die 88-5er-Tür an der Stelle. Und wenn ich die jetzt verändere, setzen wir auch hier Zagenrahmen, so, schließen, dann sehen Sie, dann wird nur diese Tür geändert. Obwohl, weil die liegt in der 36-5er-Wand und die in der 24er, also zählt sie nicht als identische Tür an der Stelle. Da gehe ich zurück und ich schmeiße die hier mal wieder raus. Das zur Modifikation. Jetzt wollen wir noch die Hauseingangstür zeichnen. Und zwar, dazu gehen wir wieder hin und nehmen erstmal wieder eine normale Tür. Das heißt Tür, also den Befehl Tür, Eigenschaften, Sie sehen, ist immer der gleiche Ablauf. Das Smartpad schmeißen wir raus, das brauchen wir nicht. Das ist das, was wir jetzt gerade gezeichnet haben. Und wir gehen mal in den Höhenbezug. Und hier ist es so, wir haben jetzt hier eine Außentür und die ist raumhoch. Das bedeutet, diese Tür hat unten, bekommt sie ein Aufknopfungsprofil und oben ebenfalls. Unten ist es dann quasi 0,0. Die Tür liegt genau auf der Bodenplatte. Das heißt, da kommt ein Aufknopfungsprofil von 20 cm.
und oben ebenfalls. Das heißt, wir wechseln den Bezug zur unteren Ebene, weil das ist, die Tür ist ja raumhoch. Ja? Bedeutet, an der Stelle soll überhaupt nicht gemauert werden. Ja? Weil erstmal definieren wir hier nur die Höhe dieser Tür. Und oben haben wir einen Bezug zur oberen Ebene, also sagen wir dort 0. Ups. 0. So, jetzt. Also 0, 0. Das heißt, die ganze Wand soll dort verschwinden. Öffnungsbreite ist egal, die Öffnungshöhe ist entscheidend und die stimmt jetzt hier erstmal an der Stelle. Wir sagen, okay, jetzt ist wichtig, dass wir nicht aus Versehen in die Profilwand kommen, sondern der Transportpunkt ist unten links, weil ich will zu dieser Wand hier, also zu dieser Wand hier einen Bezug haben. So ungefähr fahre ich dran. Wichtig ist, die rote Achse, ne, die obere rote Linie, die zeigt nach außen. Ja? Also nicht in die Richtung, sondern nach außen. Klick. Der Bezugspunkt wird mir vorgegeben und zu diesem Bezugspunkt haben wir 50 cm Abstand. Gebe ich in die Dialogzeile ein, 50 cm, Enter. Dann will er von mir wissen jetzt die Öffnungsbreite. Das sind hier die 2,01 m Öffnungsbreite. Und wir haben jetzt hier unsere Türöffnung an der Stelle. Diese Türöffnung brauchen wir natürlich auch hier bei der Profilwand jetzt. Das heißt, die stimmt schon mal. Da klicke ich jetzt nochmal drauf, Doppelklick rechts auf die Öffnung. Gilt auch hier für diese Profilwand. Klick, Abstand zum Bezugspunkt. Jetzt würde ich den Bezugspunkt nicht an die Ecke setzen, sondern auf diese Kante hier, ja, von der vorherigen Öffnung. Und dort sage ich, der Abstand zu diesem Bezugspunkt ist einfach 0. Es gibt quasi keinen Abstand. Also setzt er dort die Öffnung an die richtige Stelle. Und ebenfalls die Öffnungsbreite 2,01 Meter. Und wenn ich es jetzt drehe, habe ich jetzt hier auch quasi in meiner Profilwand diese Öffnung drin. Jetzt kann man hier zum Beispiel sagen, ich hätte vielleicht einfach diese Wand hier nur stückeln können, weil da diese Tür sowieso raumhoch ist, hätte ich mir den Weg sparen können mit der Türöffnung an der Stelle, ja, und sagen, die Profilwand geht nur bis an die Kante und die Profilwand ist auch eine eigenständige Wand, nur dann hätte ich in der Auswertung auch, ja, ich sage jetzt mal, zwei Positionen, ja, ich hatte vielleicht nur einer. Okay, die Öffnung passt aber soweit. Jetzt würde ich die gleiche Öffnung auch für die Garage machen oder für die Garage ebenfalls eine Öffnung nehmen, das heißt Doppelklick rechts auf die Türöffnung wieder. Und bei der Garage sieht es aber ein bisschen anders aus, denn wir haben dort noch, wenn Sie sich daran erinnern können, unseren 40er Unterzug. Das bedeutet, wir gehen in die Eigenschaften, Höhenbezug bei der Garage. Und wir können jetzt nicht sagen Bezug zur oberen Ebene, weil dann würden wir hier in den Unterzug reinragen. Also sagen wir hier, wir müssen jetzt hier die Stärke des Unterzugs eingeben. Und das waren die 40 cm, minus 0,4. Die wollen wir runtergehen. Okay? Okay, die Achse zeigt nach außen, hier an der Stelle. Das heißt, also Transportpunkt ist unten links, der kann aber auch unten rechts sein. Wenn ich den Bezug nach unten will, ist jetzt in dem Moment total egal. Ich will ihn aber oben haben und nach innen haben wir dann 25 cm Abstand. Und die ganze Breite ist dann 4,01 Meter nach Plan. Und haben wir hier dann unser Tor einmal sauber auch gezeichnet. Okay, soweit zu den beiden Öffnungen. Jetzt geht es hin, dass wir jetzt auch diese Tür erstmal bauen wollen. Das bedeutet, wir gehen hier auf das Tür- und Tor-Smartpart. Tür wird geöffnet und wir wollen jetzt erstmal hier die Eingangstür zeichnen. Und zwar, da müssen wir uns wieder ein bisschen mehr einstellen. Ich sage jetzt mal, da haben wir jetzt einen Blockrahmen bei der Eingangstür. Ja, das könnte aber auch ein Zargenrahmen sein. Aber für uns nehmen wir mal, damit es einfach ist, einen Blockrahmen. Ja? Breite links, rechts ist jetzt ein bisschen wenig mit 7 cm. Da könnte ich ruhig mal auf 10 cm gehen, ja, dass das ein bisschen massiver ausgeführt werden soll. Und oben sieht es ein bisschen anders aus. Und zwar, oben haben wir jetzt, das können Sie jetzt noch nicht sehen, aber wir haben eine auskragende Decke. Und diese Decke hat 10 cm an Dämmung von unten später. Ja, schon mal vorweg erwähnt. Also oben sagen wir erstmal auch 10 cm.
und die Breite unten, da haben wir ein bisschen mehr. Da sind es nämlich genau die 20 cm. Das heißt, das ist der Fußbodenaufbau. Das ist mein Profil, wo später mein Fußbodenaufbau gegenläuft. Das passt erstmal soweit. Dann gehen wir auf den Flügel zum Beispiel, also klicken nochmal in das Fenster hinein, ja, und wollen jetzt hier die Tür absetzen, ja, 2,1 Meter. Jetzt ist das vielleicht ein bisschen viel mit 2,1 Meter und was jetzt hier auch passiert ist, was ich jetzt auch nochmal, was jetzt neu dazu kommt, zeigen möchte, die Darstellung hier in dem SmartPad passt gar nicht zu der 2 Meter hier. Ne? Das liegt einfach daran, dass ich nur den Befehl SmartPad ausgewählt habe, das SmartPad aber noch gar nicht weiß, in welcher Öffnung es nachher sitzen wird. Bedeutet, ich muss dieses SmartPad gar nicht zu Ende zeichnen, sondern ich kann direkt das SmartPad erstmal absetzen. Wichtig ist der Pfeil wieder, ne? Also richtungsgetreu. Oh, wichtig auch hier, nicht in die Ebene der Profilwand, sondern in die Ebene der Wand, also der Pfeil zeigt nach außen. Ich sehe ein Pfeil, kein Doppelpfeil, weil ich will, dass diese Darstellung nicht gespiegelt ist. Also das, was ich jetzt hier sehe, soll auch hier von außen betrachtet werden. Einmal klicken. Sehen Sie, was dann nämlich passiert? Jetzt sitzt das SmartPad schon mal richtig. Der Befehl ist noch offen und die Darstellung übernimmt exakt, ja, ich sag mal, die Dimension der Öffnungsbreite. Gut, und dann würden wir jetzt hier nämlich sagen, okay, wir hätten gerne eine Teilung, und zwar wir hätten gerne eine Tür und ein Seitenglas. Ne? Also brauche ich als erstes, jetzt gucke ich mir die Symbole an, einen Pfosten. Klicke in den Pfosten rein. Jetzt sitzt der direkt mittig. Jetzt wollen wir aber eine Öffnungsbreite von 1,135 m haben. Also gehen wir auf den Typ. Jetzt können wir nämlich hier diesen Pfosten einstellen. Wir sagen, wir hätten gerne eine feste Breite von links. Feste Breite von links. Und dort sagen wir jetzt 1,135 Meter. Ja, und somit haben wir jetzt hier die feste Breite von links. Ist auch falsch. Sehen Sie es? Rechts ist es so. Feste Breite von rechts, 1,135 Meter. Weil ich will, dass die Tür hier sitzt und nach links, also quasi eine DIN links sein soll. So, das passt soweit. Der Pfosten, der kann auch eigentlich so bleiben erstmal. Jetzt 7 cm ist in Ordnung. Dann klicke ich jetzt in das nächste Feld hinein. Ja, sag in diesem Feld, also wird auch hier im Grundriss gehighlightet, hätte ich gerne nur ein Glas. Klick, dann ist da ein Glas drin. Das passt, mehr müssen Sie erstmal nicht machen. Und in dem anderen Feld, und immer wissen, Sie gucken von außen drauf. Ja, also von oben, hier stehe ich, also hier stehen wir und gucken auf diese Tür. Dort hätten wir gerne ein Blatt wieder. Ja, und jetzt kann ich bei dem Blatt auch wieder gewisse Sachen einstellen. Glasausschnitt, Schlagleiste, wenn ein Glasausschnitt drin wäre. Die Tiefe, ich kann auch hier den Anschlag drehen. Das haben wir uns noch nicht angeschaut. Ja. Ich kann die Tür umdrehen an der Stelle. Anschlag links, rechts. Anschlag soll aber links sein. Also die links. Dann haben wir die Beschläge wieder. Zum Beispiel, glaube ich, einen Türgriff. Auf der Innenseite und auf der Rahmenseite habe ich vielleicht eine Griffstange, die ich einstellen kann mit Größe, Länge und so weiter. Das sind jetzt Standardwerte, da könnte ich ruhig mal ein bisschen austoben. Da kann man jetzt nicht viel falsch machen. Ja? Also innen hätte ich gerne einen Türgriff, außen hätte ich gerne eine Griffstange. Wie ist die Tür gefalzt? Ich kann die Falz einstellen, wieder die 2D-Darstellung, die 3D-Darstellung. Ja? Auch hier nochmal die 2D-Darstellung. Die Formate in der 3D-Darstellung nochmal, die Farben, die Oberflächen und in die Einstellung schauen wir auch noch rein. Hier haben wir nämlich keinen Abstand, das passt soweit. Somit können wir eigentlich sagen, schließen, Befehl beenden und wir haben hier unsere Tür abgesetzt. Da ist auch die Griffstange und auf der Innenseite haben wir unseren Türgriff. Okay, das soweit erstmal zur Hauseingangstür. Und da diese Tür jetzt, vielleicht noch da kurz, keine Leibung hat, das bedeutet mit Doppelklick links,
hat diese Tür kein Leibungselement. Das bedeutet, sie sitzt genau mittig. Über den Befehl, wenn ich jetzt mal anhake, kann ich zum Beispiel über den Anschlag bestimmen. Ich sage jetzt mal, okay, jetzt sitzt die Tür ganz außen, ne? Also in der Leibung, Doppelklick links. Ich kann über den Befehl bestimmen, Leibung außen 0. Die Türtiefe sollte immer die Türtiefe des Smartpads sein. Das waren 0,07, das waren 7 cm. Jetzt sitzt sie nämlich bündig außen. Ja. Das war, nur dass Sie es sehen, das eine ist die Türöffnung. Ich zeige es nochmal kurz. Türöffnung, Türtiefe 7 cm. Und diese Türtiefe sollte immer gleich sein mit der Türtiefe des Smartpads. Also hier Smartpad, Doppelklick links, Elemente. Und wenn ich jetzt den Rahmen auswähle, ist das diese Tiefe hier. Die sollte identisch sein, dass Sie hier beim Umrechnen keine großen Probleme haben. Also nochmal Doppelklick links auf die Türöffnung und über die Leibung kann ich jetzt den Anschlag auswählen und hier einen Abstand nach außen festlegen. Und jetzt sehen Sie, deshalb ist es wichtig, die rote Achse nach außen zeigen zu lassen, weil jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich hätte gerne einen Abstand von 10 cm nach außen. Und dann setzt er die Leibung nach innen und wenn ich es jetzt hier nachmesse, dann sehe ich hier von da bis da sind die 10 cm. Okay, jetzt wechseln wir in die Garage und zwar, wir wollen jetzt einmal die Garage zeichnen. Das bedeutet, in der Animation fahre ich da auch mal gerade so dran. Das Garagentor, das finden wir auch unter dem Tür- und Tor-Smartpad. Jedoch müssen wir hier oben einmal in der Zeile bzw. in der Spalte im Dropdown-Menü auf das Sektionaltor gehen. Hier gibt es so das Schwingtor, das Hubtor, aber ich denke mal so gängig ist dann hier auch das Sektionaltor, was wir auswählen. Und dann sehen wir eigentlich schon ja, eine schöne Vorschau. Und hier beim Tor machen Sie es einfach. Nehmen Sie einfach jetzt den ja, jeweiligen Hersteller, den Produktkatalog und tragen einfach die Paneele und die Beschläge dann letztendlich ein. Das muss aber an der Stelle jetzt nicht super sauber hier durchmodelliert werden. Also die Idee ist wirklich da ein schönes Tor erstmal im 3D abzusetzen. Das werden wir gleich sehen. Aber letztendlich dann die Leistungsbeschreibung geht dann eigentlich später wirklich erst über das LV. Das bedeutet, man muss jetzt hier so ein Tor nicht unbedingt super sauber im 3D modellieren. Wichtig ist die Höhe und Breite der Öffnung und dass das Tor dann halt sauber im 3D-Modell auch drinnen sitzt und an der richtigen Stelle sitzt. Ja? Aber die Panelgröße, Höhe, die Beschläge, das ist jetzt nicht zwingend im BIM-Kontext unbedingt erforderlich. Ja? Klar, wenn Sie jetzt natürlich bei Hörmann arbeiten, Sie machen da jetzt BIM-konforme 3D-Modelle für Garagen, dann macht es natürlich Sinn. Aber für unsere Zwecke reichen eigentlich diese Voreinstellungen. Wir können vielleicht die Anzahl mal auf 5 erhöhen. Wir können sagen, wir nehmen die Deckenhalterung raus, die brauchen wir nicht. Wir nehmen die Zarge raus, die brauchen wir ebenfalls nicht. So, dass wir hier so Standardwerte eigentlich hinterlegen, alles rausschmeißen, was wir nicht benötigen. Und wichtig ist auch noch, dass wir über die Einstellungen gehen und hier den Abstand nach unten mit 20 cm festlegen. Auch da, das ist nämlich unser Fußbodenaufbau. Dann fahren wir hier dran an die Garage, klicken, also ähnlich wie bei den Innentüren und Außentüren. Der Pfeil zeigt nach außen, nicht gespiegelt, sondern ein Pfeil nur, Klick. Und mit Escape wird dann das Tor abgesetzt. Und wir sehen hier einmal sauber das Tor abgesetzt. Was wir noch machen können, ist jetzt noch für den Motor oben, gehen wir mal auf Elemente, beziehungsweise das sind die, ist die Umlenkung, dass wir die hier umstellen können, zum Beispiel auf 10 cm, dass sie nicht so weit oben sitzt. Genau, jetzt passt es, jetzt sitzt auch die Umlenkung eigentlich soweit an der richtigen Stelle. Wir haben hier das Tor. Was natürlich noch fehlt jetzt bei dem Tor auch, ist natürlich die Schiene, wo nachher der Estrich gegenläuft. Da gibt es jetzt keinen Befehl an der Stelle, deswegen machen wir das ganz simpel und ganz einfach mit dem 3D-Modellierer. Das heißt, dort gehen wir mal bitte auf freies Modellieren. Nehmen uns hier wieder ein Quader raus an der Stelle. Das heißt, die Schiene sitzt hier innen drin, auf der Innenseite der Wand. Ja? Die läuft hier einmal rüber. Ich setze mich auf diesen Punkt und sage in X-Richtung, ich will den Diagonalpunkt angeben, also in X-Richtung sind das dann minus da 0,5 cm, so 0,005, so rum, Enter
und die Höhe sind 20 cm für diese Schienen letztendlich. Ja? Okay, und das ist die hier jetzt, dieser 3D-Körper. Ja, und wichtig ist auch da bei der Schiene, dass wir über die Seitenansicht gehen und diese Schiene auch etwas runtersetzen, ja, dass sie wirklich auf der Decke nachher sitzt an der Stelle. So, da läuft nämlich nachher mein Estrich gegen und meine Pflastersteine quasi von außen, das ist die Abschlussschiene für den Estrich. Da können wir nochmal diese Schiene anklicken, das heißt, das ist die ja hier, die sieht man gerade hier nicht so gut, ja. Man könnte zum Beispiel jetzt auch dort sagen, man nimmt natürlich auch einen anderen Layer. Ich gehe jetzt mal auf Layer-Auswahl, also die Schiene ist markiert. Dann gehen wir auf die Layer-Auswahl und können zum Beispiel sagen, die packen wir dann mal auf, jetzt nehmen wir was Sinnvolles, nehmen wir auch das Tor. Ja, die gehört ja zum Tor, also kann sie ruhig beim Tor mit auf dem Layer sitzen erstmal. Wir sagen, okay, Doppelklick links und dann haben wir auch hier, ups, sorry, schnell geklickt, den 3D-Körper, der jetzt auf dem Layer Tore liegt und das ist quasi die Abschlussschiene. Okay, soweit auch das Tor, das passt jetzt soweit, denke ich mal. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.